Hallo Freunde des Wahnsinns und des verrückten Gamebills, willkommen zurück bei einer Runde Captain of Industry. Wir haben in der letzten Zeit hier alles so schön bunt aufgeschüttet. Und zwar aus einem triftigen Grund. Um ein hübsches Frachtdock zu bauen. Natürlich kein kleines, sondern ja, einige Teile müssen sich im Meer befinden. Ja, das schaut gut aus. Oh ja, das wird gut. Wir haben nämlich, ja, außer dass wir hier, wir haben nämlich einen Grundwasserbrunnen. Und da mir auf der Insel ständig das Wasser ausgeht. Genau. Also. Ein Schiff mit Kampfwertung 610. Dann Vollgras voraus. Das Kleine arbeitet auch brav. Ja, da habe ich das letzte Mal schon ein klein wenig größer gearbeitet. Okay. Ja, wir haben eindeutig. Oh, wir haben sowas von Vorräte. Ja, ich hätte mal gesagt, das wird uns so schnell nicht ausgehen. Okay, was haben wir denn dann als nächstes? Ja, da vorne wollte ich doch noch was zuschütten. Da ist auch schon fast fertig. Okay, dann. Das war Käse. Wenn, dann sollte ich es schon flach machen. So. Ja, da hat er noch. Wir machen eine runde Landnahme. Ja, er liefert, langsam, aber er liefert. Dabei, wir sollten eigentlich sogar genug haben. Naja, egal.
Na kommt, bau ein wenig schneller. Ja, klar, wenn ich nicht auf schnell gehe, dann wird das auch nix. Da wird's ja gleich was. Bisschen noch. Als allererstes wird hier Wasser angelandet. Ich hätte mir noch überlegt, dass muss ich noch Stein holen. Ist ja nicht so, wir haben ja genug. Na? Oje. Hat er knapp verloren. Kann passieren. Kommt in die besten Familien vor. Gestein wäre nämlich auch nicht so schlecht, weil sonst haben wir nämlich ein Riesenproblem. Mit den Ziegeln, wenn uns dann irgendwann einmal ständig das Gestein ausgeht. Und ein wenig daran zu arbeiten, dass wir schlicht und ergreifend halbwegs stabil sind, das wäre nicht so schlecht. Kein verfügbarer Platz, um Produktion zu verkippen. Stimmt, da war ja was. Ja, da war ja was. Schauen wir den derzeit noch aus. Ah, okay, wir haben das damals auf Schlag umgestellt. Huch, Glück gehabt. Strom ist auch stabil. Ja, das gefällt mir. So, ist das ein schöner. Das ist ein halber Hochseedampfer. Okay, Flüssigkeitsdampfer. Okay.
wärmer. Einmal großzügig drei nehmen. So. Hier wie üblich, wenn wir es ja brauchen. Wo haben wir es? Lager. Flüssigkeitsspeicher 2. So, Förderstrecken. Da reicht eine 2er. Allerdings, wir könnten auch den Quarz von da drüben darüber holen. Das wäre sogar näher. Ja, kann man machen. Kann man, muss man nicht. Das muss ich mal überraschen. Jetzt haben wir sowieso erst einmal das eine. So. Da gibt es einmal ein. Wirklich großes Lager. So. Oh, schaut das schön aus. Ja, es kann was. Ja, da dürfen wir auch eines nicht vergessen, und zwar die Rohrleitung von hier herüber. Und zwar daran vorbei. Ach nee. Das baut mal. Dann gebe ich den ab. Naja. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Ja, und die ganzen Verhütungs, die können wir jetzt auch mal großräumig löschen. Scheiße, ist das bunt.
hier kommt natürlich die Isel. Die Leitung läuft. So, dann werden wir ihr freigeben. Stellen wir alles auf aus. Wir haben genug geladen. So. Genauso wie hier auch Wasser. Ja, das wird schön. Ist mir doch glatt ein kleiner Fehler unterlaufen. Aber zum Glück kein schlimmer. Das kann man schnell ausbügeln. So müsste er drankommen. Und wenn nicht anders, na dann machen wir es hinten vorbei. Die erste Wasserlieferung läuft. Das gefällt mir.
stellt sich halt nur die Frage, ist das auch genug? Ja, das ist die Frage. Aber das werden wir alles irgendwann mal rausfinden. Jetzt auf jeden Fall müssen wir das hier. Nicht von dieser Seite, von dieser Seite. Auch nicht von dieser Seite. Auf jeden Fall müssen wir hier durch. Weil wir nämlich zur Hauptleitung müssen. Wir haben hier in der Mitte sind ich sehe schon. Da ist ein ganz ein dünner. Machen wir es mal bis hierher. Das wird schon gebaut. Sehr schön. Und jetzt können wir hier mal das eine oder andere schalten. Und dann lassen wir sich überraschen und schauen, inwieweit dass wir da mit Wasser ordentlich auskommen.
Auf jeden Fall ist es gut, einen kleinen Vorrat zu haben. Es kann nie falsch sein. Aber Wasser ist wichtig. Und vor allem, weil wir ja schon Vorbereitungen haben für ein weiteres Unterfangen. Was als nächstes kommt, da habe ich nämlich schon vorbereitet. Eine lange, lange, lange Strecke. Hab schöne große Auffahrten gemacht, schöne Durchfahrten. Und das nur, dass man hier rüberkommt. Denn hier haben wir nämlich das Goldvorkommen. Und das wird das nächste, ab dem nächsten Mal dann. Somit war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir bitte ein Like da oder schreibt mir was in die Kommentare. Kontakt schuld mit nur mit Glöckchen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. Ich bin raus.